Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video, oder besser gesagt, einem ersten Video zu No Rest for the Wicked. Und das lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen. Und das Schöne ist, es steht auch schon fast direkt vor der Tür. Das Spiel, ich konnte ja gestern so richtig die Begeisterung nicht auslösen mit Star Wars. Also schauen wir uns mal das neueste Projekt der Moon Studios an. Das sind genau die Jungs und Mädels, die halt auch Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisp gemacht haben. Und beide Titel haben eins gemeinsam, sie sind richtig gut. Sie sind wirklich richtig gut. Und jetzt, ja, jetzt kommt was Neues, woran sich die Moon Studios probieren, nämlich an einem Action-RPG. Und was eventuell auf den ersten Blick so im Hintergrund so ein bisschen an Diablo erinnert. Auf alle Fälle aufgrund der Ansicht, natürlich auch die Umgebung, das mag ein wenig an Diablo erinnern. Aber ich denke eher, die Souls-like-Fans sollten einen genaueren Blick hinwerfen. Denn wir haben hier nämlich ja nicht irgendwelche Horden, die wir ja mit 1 Million Explosionen so richtig schön wegfetzen, sondern wir haben hier ein wirklich fettes, taktisches, komplexes Kampfsystem, was, wie gesagt, eher in Richtung Souls-like geht. Es geht nämlich hier bei den Kämpfen darum, diese wirklich immersiv zu machen, diese ja, persönlicher, taktischer, dass man sich einfach so mittendrin fühlt und dementsprechend gibt es halt auch eher wenige Gegner und dafür muss man hier halt auch wirklich ausweichen, muss zusehen, im richtigen Moment zuzuschlagen, muss sich das Moveset des Gegners anschauen, um dann ja wirklich hier aufräumen zu können, abräumen zu können. Da ist auf alle Fälle eine Menge dabei. Das Einzige, was wir eventuell noch haben, was Diablo-like ist, wir sammeln Loot, 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 davon gibt es eine Menge. Und das Schöne ist auch, dass es für jeden Waffentyp auch ein eigenes Movement- und Animationsset gibt. Und natürlich haben wir auch hier ganz Souls-like die Sache, wie stark wir beladen sind, wie stark ja unsere Rüstung ist, ob wir ein Fat-Roll haben, ein Light-Roll, da weiß jeder Dark Souls-Fan sofort, wovon die Rede ist, halt, dass wir uns schwerfälliger bewegen, natürlich in einer starken Rüstung. Und das Ganze sieht natürlich auch wirklich gut aus. Wir haben nicht nur hier, ja, sage ich, eine komplett handgefertigte Welt, sondern wir haben auch eine Welt, die sowohl einen Tag- wie Nachtzyklus hat und dynamisches Wetter. Dann, wir haben es gesehen gehabt, glaube ich, auch schon, dass wir auch unser Haus individuell einrichten können mit verschiedener Ausrüstung. Dann gibt es natürlich verschiedene Seltenheitsstufen für all diese Sachen, dann natürlich die Sammellust so richtig geweckt ist. Und darüber hinaus soll es neben der Kampagne auch noch tägliche und wöchentliche Herausforderungen geben und später dann auch Endgame-Dungeons. Und wo wir bei dem Thema später sind, sind wir leider auch bei dem Moment, wenn ich sage, das Spiel ist fast da, dann ist es leider nicht das komplette Spiel, muss man sagen. Und vor allem, mir bricht es genau an dieser Stelle das Herz. Die Konsolenspieler müssen noch länger warten. Und bis wann diese warten müssen, ist leider absolut nicht bekannt. Denn das Spiel erscheint am 18. April und zwar als Early Access bei Steam. Inhaltlich werden wir haben in der Early Access Version das erste Kapitel der Story. Und nach und nach soll dann halt über Patches weitere Inhalte sowie auch ebenso ein Koop-Modus und vieles mehr hinzugefügt werden. Also auch der Koop-Modus ist zum Release am 18. April noch nicht da. Wie lange jetzt No Rest for the Wicked in diesem Status verweilen wird, ist auch noch unklar. Also wann es dann das wirklich fertige Spiel ist, wissen wir leider an dieser Stelle auch noch nicht. Aber es ist schon einfach zu genial, was wir dort sehen, um es warten zu lassen. Und ich, ehrlich gesagt, werde wirklich den PC anschmeißen. Ich bin froh, dass mein aktueller Rechner dann doch in der Lage ist, so etwas auf alle Fälle ausreichend gut darzustellen, dass ich es spielen kann. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Finde ich richtig klasse. Und wie gesagt, Moonlight Studios, sie haben halt einfach bereits abgeliefert. Sie haben massiv gut mit Ori abgeliefert und haben dementsprechend natürlich auch eine ganze Menge Vorschusslorbeeren bereits in der Tasche. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie Souls-like es wird, wie hart es wird und wie viel Spaß das Ganze macht und welchen Umfang wir, wie gesagt, am 18. April nur für den PC auf Steam bekommen werden. Und ich hoffe halt wirklich, dass die Jungs da und Mädels bei den Moonlight Studios da bald massiv nachlegen können mit, ja, mehr Inhalten mit Koop-Modus und vor allem mit einer Version für die Konsolen. Das wäre wirklich zu wünschen. Eure Meinung zu No Rest for the Wicked, habt ihr da richtig Bock drauf?
schreibt es mir gerne unten rein in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, interessiert mich ja immer, ne? Habt ihr ja gestern auch gemerkt bei den Star Wars, ne? Da die große Kritik natürlich der typischen Ubisoft-Formel, obwohl ich da auch sagen muss, dass Ronan sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ich hatte auch oft bei Ronan das Gefühl, dass ich mich da im Spiel von Ubisoft befinde, mit den 1000 Markierungen auf der Karte, wo man irgendwann denkt, hey, das ist nur noch Arbeit, das Ganze abzuarbeiten. Da war auch ein Kommentar gewesen, dass halt, wenn zu viele Sachen auf der Map passieren, dass es sich irgendwann nach Arbeit anfühlt. Und genau das sollte ein Spiel nicht machen. Das werden wir hier auf gar keinen Fall haben. Aber das nochmal gleich von mir sozusagen als kleine Antwort auf die bereits ja gestern erfolgten Kommentare zu dem wirklich toll aussehenden Star Wars, wo ich auch wirklich mich wahnsinnig drauf freue und ich auch Ubisoft trotz all dem, was in der letzten Zeit war, mal wieder ein bisschen Vorschusslorbeeren gebe, dass das Ganze auch wirklich viel Spaß machen könnte. Aber jetzt hier erstmal freue ich mich bereits nächste Woche auf No Rest for the Wicked und ich bin gespannt, ob ich dann eine Menge Videos für euch produzieren werde können oder auch eher nicht. Mal schauen, wie das Spiel sich in der Beziehung dann ja gibt, wie es dort aufgebaut ist, ob da Hilfe von mir notwendig sein wird. Ich denke mal, wahrscheinlich ja. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Verpasst hier natürlich mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie. She sings like morning, my sister true. She laughs like noon, my sister cries. She drowned this evening, but still visits by the light of the moon. We prayed for summer, we prayed for fall, to prosper, to love, to forgive. Not quite the same.